Wir möchten gerne für Sie heute zeigen, wie macht man Sushi. Unser Koch Hai Ching, der möchte heute für Sie zeigen, wie macht man Garnelenrolle, eine Spezialrolle aus Lachhaut. Ja. Also braucht man erstmal hier die Nori-Blast. Man kann hier auch in Asia-Geschäft kaufen. Also erstmal, man kann hier sowas hier Lack machen, abschneiden. Also die Garnelen macht man erstmal die Lack machen. Und lassen Sie hier die sonst. Ja. Also das ist Sushi Reis. Die Avocado macht man die Haut ab. Genau, die Schalen ab. Die Nori Blast lassen Sie 2 cm abstand mit dem Bambus. Reis, nehmen wir erstmal Reis und eine Kuchen, die groß fast wie ein Handball. Handball? Ja. Ja, ausbreiten den Reis. Und sieht so aus. Machen Sie umdrehen. Yes. Nehmen Sie die Avocado und lassen Sie in die Mitte von Nori Blast und nehmen Sie die Gurke und die Lachhaut und jetzt machen Sie Rollen. So. So dünn wie möglich abschneiden, also wie der Koch machen. So. So, jetzt lassen Sie die Ebi und hier die Avocado drauf. Also ein bisschen drücken, die bleibt. Also jetzt ist fertig und machen wir jetzt abschneiden. Nehmen Sie die Messer, tun Sie den Wasser rein, ein bisschen. Und dann der kann wie mehr einfach wie trennen. So abschneiden. Also 8 Scheiben. Erstmal in die Mitte und wieder in die Mitte von die Hälfte. Und jetzt rücken wir an in den Teller. Also diese, wir machen ein bisschen mehr schön aus, das wie das heißt wie Deko, oder? Mhm. Das heißt Karotten. Und die andere ist hier, das ist der Rettich, die Ingwer und hier Wasabi. Und jetzt kommt die Soße und Wasabi. Die Soße, das war hier Sesam, ne? Genau, ein bisschen Sesam noch. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Nachmachen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de